Fraktion Die Linke. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, brennende Barrikaden und Zelte, brennende Verwaltungsgebäude, Soldaten, die in die Menge schießen, Demonstranten, die Molotow-Cocktails auf Soldaten und Polizisten werfen. Das sind die Bilder aus Kiew, aber längst nicht mehr nur aus der Hauptstadt. In Lviv haben Demonstranten einen Panzerwagen in Brand gesteckt. In Ternopil stürmten sie das Büro der Staatsanwaltschaft. Verletzte und Tote sind zu beklagen. Die Nacht von Dienstag zu Mittwoch war die blutigste, die die Ukraine seit langer Zeit erlebt hat. Und man muss befürchten, nachdem der Gewaltverzicht offenkundig nicht hält, dass sich die Situation kurzfristig nicht verbessern wird. Sehr geehrte Damen und Herren, wer das Schwert nimmt, wird durch Schwert umkommen. Wer die Kalaschnikow nimmt, hat mit einem Kopfschuss zu rechnen. Wer andere willkürlich der Freiheit beraubt, hat bald selbst keine Fluchtwege mehr. Deshalb müssen wir, die wir hier versammelt sind, strikt das Prinzip der Gewaltlosigkeit vertreten. Das gilt auch gegenüber Provokatoren, die in unseren Reihen sind. Diese Worte hat am 25. September 1989 beim Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche der Pfarrer Christoph Wonneberger gesprochen. Und viele, vor allem jene, die in der DDR gelebt haben, denken angesichts der Bilder aus der Ukraine an diese Zeit zurück. Wir sind dankbar, dass uns 1989 das erspart blieb. Und wir wissen, dass auch friedlicher Protest Veränderungen erzwingen kann. Unser Appell an alle Beteiligten des Konflikts lautet daher: keine Gewalt. Dabei kommt der Regierung eine herausgehobene Verantwortung zu. Präsident Janukowitschs Auffassung, Demokratie sei es nur, wenn man das Wahlergebnis akzeptiere, ist falsch. Es kommt erstens darauf an, was man aus seinen Wahlergebnissen macht, und zweitens gehören Meinungsfreiheit und friedliche Proteste dazu. Rosa Luxemburg hat 1918 in ihrem Text zur Russischen Revolution formuliert: Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für die Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Aber auch die Opposition trägt Verantwortung. Eine kleine Gruppe und zum Teil rechtsradikaler und neofaschistischer Hooligans darf nicht das Bild von den Protesten prägen. Ihr Mittel, die Gewalt, wird von der Mehrheit der Demonstranten abgelehnt. Und wer Gewalt ausübt, von welcher Seite auch immer, der muss strafrechtlich belangt werden. Aber allgemeine Sanktionen, und da habe ich eine andere Meinung als Nils Annen, die im schlimmsten Fall den Teil der Menschen treffen, die mit demokratischen Mitteln für ihre Meinung streiten, lehnen wir ab. Wer Sanktionen fordert, der scheidet als Vermittler in einem Konfliktlösungsprozess aus. So hat es Staatssekretär Dr. Ederer gestern früh noch im Auswärtigen Ausschuss gesagt, und da muss ich ihm recht geben. Statt größerer Abgrenzung müssen wir unsere Türen endlich für die Ukrainerinnen und Ukrainer öffnen. Visafreiheit für die Europäische Union, das wäre eine sinnvolle Botschaft an die Demonstrantinnen und Demonstranten auf dem Maidan. Und auch wenn einer der Schlüssel für die Lösung des Konflikts in Moskau liegt, gerade wir Deutschen dürfen mit Blick auf unsere Geschichte gegenüber der Ukraine im letzten Jahrhundert nicht einfach über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg nach vermeintlichen Lösungen suchen. Die OSZE oder der Europarat, in der Russland, die Ukraine, Deutschland und die EU-Mitgliedstaaten gleichberechtigte Mitglieder sind, können und müssen eine aktive Vermittlerrolle einnehmen, und die Bundesregierung sollte sie da aktiv unterstützen. Am Ende eines Prozesses kann ein politischer Neuanfang stehen. Hier gilt es zuallererst, eine Lösung für den Konflikt um die Verfassung zu finden. Und noch viel wichtiger als all dies: Das Land braucht endlich eine Regierung und eine Opposition, die nicht zuerst an sich oder an die Gunst schwerreicher Oligarchen denkt, sondern an ihre Bürgerinnen und Bürger, die in großer Zahl in bitterer Armut leben. Und die Ukraine braucht Nachbarn, die nicht zuerst auf Einflusssphären und Absatzmärkte schauen, sondern an einer wirklichen Partnerschaft arbeiten. Vielen Dank. Andreas Schockenhoff ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion.